Bitte. Hallo, mein Name ist Katalin von DM und ich habe hier einen Tisch voller Frühlingsprodukte bezogen auf Make-up. Ich bin selbst schon ganz gespannt, was mich erwartet, wenn ich mich gleich mit diesen Farben schminken werde und freue mich selbst sehr darauf. Und ich fange mit den Augen an. Das ist natürlich jedem Menschen selbst überlassen, mit was er starten möchte. Ich mag es, damit ich halt nicht das runtergebröselte Zeug in meinem Gesicht habe. Und ich wende einen Trick 17 an, direkt am Anfang. Ich benutze Tesa und klebe mir das gleich an die Augen, einfach weil ich finde, dass man dann viel akkurater zeichnen kann und auch viel wilder zeichnen kann. Es ist nicht so schlimm, wenn man darüber hinaus malt. Und ich blende extrem gerne. Deshalb befestige ich das jetzt einmal. Falls es nicht ganz so optimal sitzen sollte, kann man das auch noch mal im Nachgang korrigieren, auch mit einem Wattestäbchen. Aber ich orientiere mich hier immer am Auge und gehe dann hoch zur Augenbraue. Und dann geht es auch schon los. Ich nehme mir als erstes einen fluffigen Pinsel zur Hand und gehe dann in eine helle Farbe rein. Das ist von der Pro Slim Eyeshadow Palette in Blushing Ocean von Catrice die Farbe Pearl. Komme dann über das ganze bewegliche Lid. Damit neutralisiere ich Rötung und mache mir eine Basis. Und alles, was ich mache, könnt ihr natürlich nach freiem Belieben machen, denn beim Make-up ist es vor allem wichtig, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr vor allem Spaß daran habt. So, jetzt gehe ich in die nächste Farbe rein. Und zwar heißt die Cabana über mein bewegliches Lid in die Lidfalte. So sieht es zwischendrin aus und jetzt suche ich mir die nächste Farbe raus, die nach Frühling ruft. Ich gehe jetzt erstmal in Cave rein. Prinzipiell ist Schminken ja sowieso ein Prozess. Ich gehe mit dem Ganzen ans hintere Auge und gehe dann in der Lidfalte ab. Und das ist jetzt zum Beispiel, was ich meine, wenn hier jetzt was runterbröselt, dann ist das gar nicht schlimm, weil bis auf Pflege, dann habe ich ja noch keinen Concealer und keine Foundation drauf und deshalb finde ich das meistens einfach stressfreier, das in der Reihenfolge zu machen. Und weil ich es in der Lidfalte gern ein bisschen dunkler habe, gehe ich jetzt auch noch in Palm. Ich gehe in Palm und gehe hier dann die gleiche Linie entlang. So, als Zwischenschritt nehme ich den fluffigen Pinsel und verblende das Ganze wieder. Für das bewegliche Lid gehe ich jetzt erstmal in die Farbe Seashell, weil ich ja gerne einen hellen, freundlichen Frühlingslook möchte. Und das ist so ein Schimmerton, um den zu intensivieren, nehme ich mir hier ein Fixing Spray und befeuchte das Ganze. Damit kommen Pigmentierungen stärker raus und man kann auch kräftige Farben damit wesentlich mehr intensivieren. Setze ich jetzt noch mit Pink Sand in der Mitte, auch mit einem eingefeuchteten Pinselchen, ein kleines Highlight. So, und zwar gehe ich da auch in die Mitte von dem beweglichen Lid. Wir haben hier ein abgeschrägtes Pinselchen und um einen Lidstrich zu ziehen, gehe ich jetzt hier in die Farbe Deep Dive rein. Ich benutze wieder die Logik meines Tesas und setze hier hinten an, gehe ein bisschen hoch und gehe dann bei der Lidfalte entlang. So, und theoretisch würde ich jetzt schon eigentlich gerne noch die Farbe ausprobieren. Gehe aber nicht direkt mit dem Stift drauf, aus dem selben Grund, den ich gerade eben genannt hatte, dass ich finde, dass man mit einem Pinselchen präziser arbeiten kann. Also nehme ich mir das Produkt ein bisschen weg und fahre die Linie wieder entlang und auch ein bisschen darüber. Ich mache es jetzt bewusst erstmal nicht so stark. Das ist ja auch das Schöne an Make-up, dass du dich immer herantasten darfst. Das war es jetzt erstmal zu meinem Augen-Make-up. Ich ziehe jetzt die Tesa gleich ab und dann schaue ich nochmal drüber. Und wenn ich sowieso nochmal drüber schaue, ist ganz am Ende. Da korrigiere ich gerne nochmal, da blende ich gerne nochmal, da setze ich nochmal Akzente, weil das mit Foundation und sowieso mit Mascara nochmal ganz anders wirkt. Deswegen, wir sehen uns gleich nochmal wegen den Augen. Bevor ich
Jetzt eine Foundation-Auftrag tue ich meiner Haut nochmal was Gutes. Und zwar benutze ich ein Antifalten-Serum. Ich mag es nicht wegen dem Namen besonders gerne, sondern weil da Hyaluronsäure drin ist. Und ich das extrem gern habe, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Haut mit viel Feuchtigkeit versorgt ist. Und wenn man die nochmal verwöhnen darf, Hals dabei auch nicht ausspannen. Den vergisst man nämlich gerne. So, und dann auch das Ganze kurz einwirken lassen, bevor ihr weitermacht mit den Produkten. Ich habe übrigens einen Tipp, wie ihr die Zeit überbrücken könnt, bis ein Produkt einwirkt. Mascara tragen wir jetzt noch auf. Ich benutze immer zwei, Sky High und Lash Sensational von Maybelline. Ich mag die Kombination total gern, für mich funktioniert sie. Man muss natürlich keine zwei Mascaras verwenden. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch 5 oder 10 verwenden. Das obliegt einfach jedem selbst, probiert aus, was zu euren Wimpern passt. Die beiden passen, finde ich, extrem gut zu meinen Wimpern, weil die sehr schön lang machen und auch dicht machen. Und ihr werdet wahrscheinlich am Ende im Vergleich sehen, warum ich so viele Schichten auftrage. Ich werde nämlich oft gefragt, ob ich ein Serum benutze, was ich nicht tue. Meine sind jetzt zwar von Natur aus nicht kurz, aber die sind jetzt von Natur aus auch nicht so lang, wie sie am Ende aussehen. Aber das macht einfach einen schönen Unterschied, wenn man mit Geduld immer und immer mal wieder Mascara auftragt. So sieht es dann aus mit der ersten Mascara-Runde. Zweite und dritte folgt mit Sicherheit. Und jetzt mache ich weiter mit Concealer. Ich benutze mal den Concealer Multitask von Essence. So, jetzt habe ich mir hier ein paar hauchdünne Striche gemacht und verklopfe jetzt das Ganze. Ich habe bewusst nicht so viel Concealer genommen. Ja, ich habe viele Striche, aber es ist nicht viel Produkt. Einfach auch, wenn man hier lieber noch im Nachgang ein bisschen nachschichtet, wie wenn man am Ende zu viel Concealer hat. Ich klopfe das Ganze mit dem Fingerchen ein. Und weil ich lustig bin und gerne noch einen zweiten Concealer ausprobieren möchte, nehme ich mir den Bear With Me zur Hand, den Concealer Serum von NYX Professional Make-up. Habe es mir rausgepumpt und ich habe hier einen Pigmentfleck, was auch alles andere als schlimm ist. Das ist einfach normal. Die Einflüsse unserer Umwelt, wobei ihr auch zusätzlich immer Sonnenschutz verwenden solltet. Egal ob im Winter, egal ob die Sonne scheint oder nicht, die sickert nämlich durch. Und bevor ich noch Foundation auftrage, mache ich das gerne nochmal punktuell. Wie gesagt, zum Beispiel hier bei meinem Pigmentfleck oder auch wenn es wie hier bei mir auf dem Näschen Unreinheiten gibt, dass man das vorab einfach nochmal im Speziellen abdeckt. Weil ansonsten benötigt man meistens gar nicht so viel Deckkraft. Dann benutze ich hier zum allerersten Mal eine Foundation, und zwar die Catrice Tinted Serum Foundation. Die soll ganz leicht sich auf der Haut anfühlen. Dann tropfe ich mir auch ein bisschen was von der Pipette auf den Handrücken. Ich probiere es mal mit der Menge, weil auch hier nutzt man oft zu viel Produkt. Dabei kann man sehr, sehr schön schichten. Okay, die fühlt sich auf jeden Fall wirklich extrem leicht an. Eher wie eine Creme und nicht wie eine Foundation. Wir läuten die nächste Mascara-Runde ein. So sieht das Ganze nach der zweiten Mascara-Runde aus. Und die Foundation ist jetzt aufgetragen, Concealer ist aufgetragen. Als nächstes widme ich mich dem Bronzer, und zwar ist es von Catrice, hat mir Mareike empfohlen, auch den kenne ich nicht und probiere ihn einmal aus, damit ich ein bisschen von der Sonne geküsst aussehe. Ich orientiere mich dafür am Wangenknochen, gehe da runter und dann Richtung oben. Das mache ich auch einmal an der Nase, hier seitlich entlang, dass die so ein bisschen schmäler wirkt. Das Ganze kann man natürlich auch nochmal verblenden, auch mit einem Schwämmchen. Und ich gehe nochmal mit einem fluffigeren Pinsel darüber. Da gehe ich dann auch nochmal an der Schläfe entlang.
eben da auch an den Punkten, wo eine Sonne als erstes hinkommt. Und vergesst nicht, auch den Hals nicht auszusparen. Ansonsten können die Übergänge ziemlich fleckig aussehen. So, nachdem wir uns von der Sonne haben küssen lassen, kommt jetzt noch ein Blush. Auch in einer sehr freundlichen Farbe, wie ich finde. Da nehme ich einen fluffigen Pinsel. Und auch hier schaut erstmal, wie ihr das Produkt dosiert, wenn ihr es noch nicht kennt, so wie an meiner Stelle. Ansonsten kann das sehr schnell ein bisschen viel wirken. Dann könnt ihr euch, wie gesagt, auch ein Schwämmchen zur Hand nehmen und das nochmal ein bisschen verblenden. Keine Panik, aber ja, man kann auch einfach sachte vorgehen. Ich setze das Produkt jetzt hier auf mein Bäckchen und versuche mir da frisch ins Gesicht zu zaubern. Nach der leichten Röte folgt noch ein Highlighter. Ich benutze den von Essence, Gimme Glow. Nehme da auch den entsprechenden Pinsel zur Hand. Vorher ein bisschen, wie das auf meine Haut wirkt. Und dann geht's auch schon los. Über den Blush, auf den Wangenknochen entlang und nach oben. Ich mache das immer gerne ein bisschen aufs Näschen. Über das Lippenherz, weil wir hier gleich noch auch was auf die Lippen machen und mit dem Fingerchen unter die Augenbraue. Und apropos Augenbraue, löst die mir einmal kurz vor. Ich habe keine Farbe auf meinen Augenbrauen, beziehungsweise ich habe die kürzlich mit Syos getönt, ein bisschen Farbe darauf gemacht, aber benutze aktuell irgendwie keinen Augenbrauenstift. Hat keinen bestimmten Grund. Mir gefällt einfach die Naturfarbe so. Aber das, was ich tatsächlich immer und täglich benutze, ist das Gel von Gatubir, damit ich die einfach so ein bisschen in Form bürsten kann und die vor allem auch in der Form bleiben. Das ist eins meiner absolut liebsten Produkte. Man könnte damit jetzt natürlich auch ganz wilde Formen machen, nach oben oder nach unten kämmen. Und das hält echt bombenfest. So, jetzt machen wir uns noch was auf die Lippen. Und zwar gehe ich immer vor mit einem Lip Liner, der ist jetzt in dem Fall von Trended Up. Ich finde, dass danach einfach das Zeichnen leichter ist. Gehe ich ganz normal meiner Kontur entlang. Mir wurde dann noch ein sehr schöner Lippenstift rausgelegt. Und zwar von Maybelline, die Superstay Vinyl Ink in der Farbe 100 Charmed. Von denen habe ich schon ein paar und mag die unwahrscheinlich gerne, auch weil die zumindest bei mir bombenfest halten. Ich gucke mich jetzt noch mal ganz zum Schluss im Spiegel an und gehe noch mal dort entlang, wo ich das Gefühl habe, dass ich da vielleicht noch mal ein bisschen Lidschatten setzen möchte, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr verblenden möchte. Wie gesagt, vor allem wenn Mascara drauf ist, hat man da schon nochmal einen anderen Blick für. Genau, da gerade eben in diese schönen pigmentierten Farben, wenn man da nochmal Akzente setzen möchte mit der Feuchte, um nochmal den Blick zu öffnen, dann kann man das auch da nochmal gut tun. Das sind einfach Feinheiten, die zwar am Ende nochmal so 2 Minuten kosten, aber ich finde, dass die doch oft dann noch mal einen schönen Unterschied machen. Und falls nötig oder falls gewollt, kann man auch noch in die dritte Mascara-Runde gehen. Dann kommt das Klemmerchen weg und das ist mein fertiger Frühlingslook. Also das ist jetzt mein fertiger Look. Ich hoffe, euch gefällt er. Mir gefällt er gut und ich würde sagen, dass das immer die Hauptsache ist. Also auch wenn ihr euch fragen solltet, wann ihr so einen Look tragen könnt. Ich finde, das kann man immer dann machen, wenn man sich danach fühlt. Zu solchen Farben greife ich besonders gern, wenn ich Lust auf Frühling habe. Ich liebe es, wenn es dann knallig wird, wenn es dann noch bunter wird. Ich trage sehr, sehr gerne 365 Tage im Jahr Farbe, aber es gibt so besondere Farben, die werden von der Natur inspiriert und ich wünsche euch einen wunderschönen Frühlingsanfang.